Willkommen bei Steine TV. In den Spotlights heute unsere Strahler-Serie. Dazu bei mir im Studio Sven. Hallo Sven. Hallo Thomas, grüß dich. Sven, du bist bei uns der Experte für Licht. Wir wollen heute über die Strahler sprechen, die wir im Sortiment haben. Das ist ja schon eine ganze Reihe. Ich habe hier eine kleine Auswahl mal platziert. Und wollen wir mal drüber sprechen? Genau. Wenn du bei uns auf der Internetseite mal schaust, deswegen ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, sind schon über 33 verschiedene Strahler. Und ist eine schöne Auswahl, aber ich glaube, es kann auch mal verwirrend sein. Wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und das mal... Das im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Sehr schön. Ich habe extra vorher nochmal nachgeschaut. Es sind tatsächlich 33 Suchergebnisse, wenn ich auf Strahler gehe. Dann bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Wie finde ich den richtigen Strahler als Kunde? Genau. Bevor wir uns jetzt den einzelnen Strahlern einfach mal widmen, würde ich einfach sagen, was sind die so entscheidende Fragen, damit ich den richtigen Strahler für mein persönliches Haus oder für mein Grundstück finde? Was sind die wichtigen Fragen? Okay, also dann wäre die wichtigste Frage, die ich mir zu stellen habe, welche? Welche Fläche möchte ich gerne an meinem Haus oder an meinem Grundstück ausleuchten? Mhm. Und wo möchte ich ihn montieren, den Strahler? Das sind so die beiden wichtigsten Punkte. Und dann spielt die Montagehöhe sicherlich auch noch eine Rolle. Alle anderen Punkte mit der Fassungswinkel und so weiter, da gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Aber die Frage nach der Fläche und wo am Haus oder wo am Carport, das sind so die wichtigsten. Okay, dann steigen wir einfach mal an. Dann würde ich vielleicht aufteilen für kleine Flächen. Start mal mit kleinen Flächen. Was würdest du für einen Strahler für kleine Flächen genau. zum Sortiment empfehlen? Kleine Flächen, die definieren wir so mit 100 Quadratmetern. Mhm. Gut, da empfehlen wir den Curved. Oder wenn ich dir den eben mal geben darf, den Slim. Ja, den Slim. Mhm. Kann man schön vorne an der Hausfront machen oder auch am Carport. Und leuchtet so einfach gut 100 Quadratmeter. Gut aus. Auch die Form erfällt in den Bereich der Strahler, des Lichts. Ja, weil sie über gut 1000 Lumen Licht produzieren. Mhm. Und 1000 Lumen kann man so vergleichen wie früher so ungefähr 100, 150 Watt Strahler. Also das ist schon ordentlich okay. Licht. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist jetzt für kleine Flächen. Dann gehen wir mal in mittlere Flächen. Was wäre da der ideale Strahler für, ja, was ist eine mittlere Fläche? Mittlere Fläche ist, sagen wir, bis 300 Quadratmeter, mhm. gut 300 Quadratmeter. Das ist unser Klassiker mittlerweile schon, der XLED 2, das ist schon die zweite Generation. Der XLED 2 Home zeichnet sich dadurch aus, eben, dass das Panel komplett bewegbar ist und der Melder hat einen Erfassungswinkel von gut 140 Grad und eine Reichweite von bis zu 12 Meter. Sieht dabei also auch sehr schick aus. Ja, also den kann ich mir auch sehr gut vorne beim Hauseingang vorstellen. Also das ist einfach eine schöne Optik. Und ein wirklicher Klassiker mittlerweile schon. Gut, darüber hinaus gibt es eben, hatte ich ja vorhin am Anfang gesagt, Montagehöhe. Es gibt ja auch, dass ich vielleicht bei meiner Garage ein bisschen höher das anbringen möchte. Und da würden wir dann den XLED Pro 240 empfehlen. Den kann ich montieren bis zu einer Montagehöhe bis 6 Meter. Und bei den 6 Metern gewährleisten wir eben auch, dass die Erfassung dennoch gesichert ist. Das heißt also, der bis 4 Meter maximal, der normale Strahler, ja. und der XLED Pro 240 bis zu 6 Meter. Bis zu 6 Meter. Okay, gut. Dann haben wir noch hier einen zweiten für mittlere Flächen, für mittelgroße Flächen. Bis 300 Quadratmetern, sage ich, die produzieren knapp über 1500 Lumen. Ja. Also das ist richtig viel Licht schon. Und bei diesem ist eben, sage ich immer, wenn es etwas rauer zugeht, also da kann eben auch mal locker ein Ball gegenfliegen, Aluminiumgehäuse, ja. Ein super Sensor auch unten drunter, 240 Grad Sensor auch, das ist auch das Schöne. Den könnte ich allerdings auch auf eine Hausecke montieren, sodass ich dann eben die Erfassung sowohl von der einen Seite als auch von der Hausfrontseite gewährleistet ist. Gut, Licht bei Eckwandhalter oder? Bei dem XLED Pro 240, ja, bei dem ist es als Zubehörteil erhältlich. Okay. Gut, da haben wir die mittleren Flächen abgefrühstückt sozusagen. Dann können wir jetzt mal auf die großen gehen. Was haben wir denn für die großen im Programm? Also für die großen sage ich immer Flutlicht für zu Hause. Mhm. Und da stellvertretend der XLED One. Der XLED One zeichnet sich ja eben dadurch aus, da fangen wir an mit über 2000 Lumen. Also das ist richtig eine Lichtkanone, was da rauskommt. Dann ist es wirklich hell. Mhm. Also das ist jetzt kein Strahler für vor die Haustür, sage ich. Das ist ein Strahler hinten, um den Garten zu beleuchten oder großer Innenhof, genau. Ich hab vielleicht einen Hof, einen Bauernhof oder eine Lagerfläche. Ich kann auch bei ihm sehr schön, ich kann ihn ja auch verschieden montieren. Ich könnte ihn auch unter das Dach. Also so maximal montieren. Flexibel einzusetzen. Extrem flexibel.
Okay, also bis 300, ab 300 Quadratmeter würdest du dann auf diese Serie verweisen, das ist der XLED One. XLED One, und den gibt es sicherlich, gibt es viele von diesen Strahlern auch noch als XL-Version. Da haben sie meistens immer noch mindestens eigentlich 50% mehr Lichtleistung. Nochmal richtig Power. Richtig Lichtleistung. Sehr gut. Ja. Also wie du siehst, es gibt für jeden Bereich eigentlich den richtigen Strahler. Und eins habe ich noch in petto. Ja. Das ist noch für gewerbliche Objekte, also Logistik, Hallen oder etwas größere Firmengebäude. Das wäre dann der XLED Square und der White. Den siehst du im Hintergrund. Das sind nochmal, kommt richtig Lumen raus, aber sie haben auch eine ganz andere Ausleuchtung. Also sie leuchten das rechteckig aus oder eben quadratisch. Das ist je nach der Anwendung. Also rechteckig ist eben, wenn du dir so ein Logistikunternehmen vorstellst mit vielen Laderampen, dann ist es der Square. Und wenn ich eben weit nach vorne raus will, also wirklich große Lichtleistung nach vorne, dann würde ich den White empfehlen. White ist, ich glaube, es ist genau andersrum. White ist rechteckig und Square ist in die Tiefe. Ja, genau. Aber es macht ja nichts. Ein bisschen was muss ich auch wissen. So. Okay, ja, dann danke ich dir für die kurze Einführung. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig geholfen, den richtigen Strahler zu finden. Und würde sagen, wir sind beim nächsten Mal bei Steiner TV.